Ja, schönen guten Tag allerseits. Wir wollen ja pünktlich um 11:22 Uhr anfangen. Ja, herzlich willkommen zu dem Workshop über Umgang mit Konflikten im Parteialltag. Der Christian Fleißner und ich haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, haben dieses Wort eingereicht und er ist ja auch als fester Slot abgestimmt worden. Und deswegen wollen wir das Thema ein bisschen aufarbeiten und gucken, ob wir dann in der Diskussion vielleicht Lösungen finden können, wie wir Konflikte, sagen wir mal, konstruktiver entscheiden können. Zunächst mal will ich mich kurz vorstellen zu meiner Person. Mein Name ist Reinhard Schaffert. Ich bin noch nicht sehr lange bei den Piraten. Aber habe eben schon mitbekommen, dass das Thema Konflikt ein Thema hier ist. Ich habe eine Ausbildung als Mediator, das heißt, ich habe mich schon eine gewisse Zeit mit Konflikten beschäftigt und mit der Bearbeitung von Konflikten. Persönlich finde ich Konflikte jetzt nicht so schlimm, Konflikte sind notwendig, um auch Dinge voranzubringen. Die Frage ist, wie geht man mit Konflikten um und ab welchem Punkt werden sie vielleicht dann auch nicht mehr konstruktiv, sondern eher schädlich für die Beteiligten. Christian, willst du auch schon mal was sagen? Nö, wir machen was. Okay. Ich will jetzt einfach am Anfang ein paar eher theoretische Grundlagen darstellen, warum es zu Konflikten kommt, was da vielleicht der Hintergrund ist, einfach so als Grundlage dafür, dass wir nachher ein bisschen auch nach den Ursachen gucken können, warum das bei uns gerade in bestimmten Medien Konflikte ja doch sehr stark präsent sind. Okay. Ich habe hier mal so ein chinesisches Sprichwort hingeschrieben. Jede Sache hat drei Seiten. Die eine, die ich sehe, die andere, die du siehst und eine, die wir beide nicht sehen. Das ist so einer der Dinge, die ich so als Kern dessen empfinde, warum Konflikte entstehen. Man kann das auch ein bisschen mit einem anderen Bild ausdrücken, nämlich mit dem Bild, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Was heißt das? Wenn wir uns eine Landkarte von einer bestimmten Landschaft aufrufen, gibt es einfach ganz verschiedene Landkarten, obwohl die Landschaft immer die gleiche ist. Also hier ein bisschen Vogelsberg, ja. Es gibt eine Geländekarte, es gibt eine Straßenkarte und wenn man gibt dann die Satellitenkarte, aber selbst Satellitenkarten, also selbst wenn man eine ähnliche Karte hat, sind die dann, je nachdem, wer die Karte erstellt, sehen die dann doch teilweise noch ein bisschen unterschiedlich aus. Und genau das Gleiche passiert halt bei uns im Kopf mit der Realität. Wir bilden uns von der Realität eine Landkarte ab. Ne? Also die Realität, als Foto sieht es dann so aus, wir bilden uns von der Realität eine Landkarte in unserem Kopf, aber die Landkarte, die wir im Kopf haben, ist erstens nicht unbedingt die Realität, was immer das dann ist, und es ist vor allem aber nicht die Landkarte, die der andere im Kopf hat. Der andere kann eine ganz andere Landkarte im Kopf haben. Und das ist eines der Probleme, die dazu führt, dass wir manchmal aneinander vorbeireden, dass wir uns manchmal nicht verstanden fühlen, oder auch einfach nicht verstanden werden. Dazu kommt, also ein ähnliches Bild, sage ich mal, ist, dass wenn wir uns miteinander unterhalten, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann sind insgesamt 6 Personen dabei. Was heißt das? Das heißt Folgendes, also hier 2 Menschen sind miteinander in Kontakt. Aber was eigentlich in Kontakt ist oder was eigentlich passiert, ist, dass bei den Menschen A, ja,
hat, der Mensch A hat ein Bild von sich, ein Selbstbild, ja, in seinem Kopf, der, ne, der hat ein Selbstbild, wo er glaubt, wie er sei. Das muss nicht unbedingt das sein, der andere einen wahrnehmen. Und er hat außerdem im Kopf ein Bild vom anderen, wie er glaubt, wie der andere wäre. Auch das muss nicht unbedingt so sein, wie der andere sich wahrnimmt. Und auch die Person B hat ein Bild im Kopf, ein Bild von demjenigen, der mit ihm spricht. Auch dieses Bild ist wieder ein ganz anderes. Und er hat ein Bild von sich selber im Kopf. Auch das muss nicht unbedingt das Selbstbild von Person B, muss nicht unbedingt das sein, das Gleichbild sein, wie das Bild von das Bild, das Person A von Person B hat. Also, wir haben Bilder bei uns im Kopf vom anderen Menschen, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Und diese Bilder sind sehr unterschiedlich. Die Bilder sind ganz unterschiedlich. Das Bild, das ich von Christian im Kopf habe, zum Beispiel, ist ein Bild, das sich aus den Erfahrungen prägt, die ich mit Christian habe. Es sind noch nicht so viele, aber daraus habe ich mir ein Bild von ihm gemacht. Das macht man sofort, sobald man einen Menschen kennenlernt oder wahrnimmt. Und genauso habe ich ein Bild von mir im Kopf. Das Bild von mir muss aber gar nicht das Bild sein, was ich glaube, was ihr jetzt von mir wahrnehmt. Das kann was ganz anderes sein. Und wenn ich mit Christian rede, dann reden eigentlich unsere beiden Bilder miteinander. So, also wenn A mit B redet, dann redet eben eigentlich das Bild von A im Kopf von A mit dem Bild von B. Ankommen tut aber bei B, dass das Bild von A im Kopf von B mit dem Bild von B im Kopf von B spricht. Das ist ja kompliziert. Ne? Aber es reden die Bilder miteinander. Jetzt haben wir im normalen Leben ja üblicherweise eine gewisse Kontrollinstanz. Wir können das Bild auch immer wieder verändern, weil, und sagen wir mal, auch unsere Wahrnehmung, also wir können unser Bild anpassen, weil wir eine Kontrolle haben, eine Kontrolle dadurch, dass wir zum Beispiel im normalen Leben Blickkontakt haben, dass wir sehen können, wie der andere auf das, was ich sage, reagiert. Wir können da vielleicht viel leichter Missverständnisse erkennen, weil wir schon sehen, die Reaktion ist eigentlich nicht die, die ich erwarte, die entspricht nicht meinem Bild darum. Und deswegen kann ich meine Kommunikation oder meinen Kontakt mit dem anderen anpassen. Diese Kontrollinstanzen, umgekehrt geht es natürlich genauso. Diese Kontrollinstanzen gibt es aber eben in vielen unserer Medien, die wir nutzen, gibt es die gar nicht. Ja? Da fallen quasi diese Kontrollinstanzen weg. Es findet wirklich nur das, was wir, also nur die Wahrnehmung statt, die wir aus dem Text zum Beispiel lesen, der auf der Mailingliste geschrieben wird. Und da fehlt ganz viel, was sonst an Kommunikation transportiert wird. Denn Kommunikation beschränkt sich nicht nur auf das, was auf den reinen Text, auf die reine Aussage, auf die reine Sachebene, sondern Kommunikation hat immer auch andere Ebenen. Da gibt es ein Modell, das Modell der vier Ohren von Friedemann Schulz von Thun, ist schon eigentlich längere Zeit bekannt, seit Mitte der 70er Jahre, glaube ich, hat er das entwickelt. Was heißt das? Das heißt, es gibt in der Kommunikation, in diesem Modell, also man muss es immer als Modell betrachten, aber in diesem Modell gibt es vier Ebenen in der Kommunikation. Und zwar sowohl auf der Seite dessen, der eine Aussage macht, als auch auf der Seite dessen, der die Aussage hört. Also, ich habe mir überlegt, ob ich ein Beispiel aus der Mailingliste nehme. Ich bin dann doch vorsichtigerweise auf das Beispiel aus der aus Wikipedia gegangen. Also, Suppe steht auf dem Tisch und da sind Kabel drin und der eine fragt halt, was ist das Grüne da? Ja, was ist das Grüne da in der Suppe? Und die vier Ebenen sind die Sachebene, da ist irgendwas Grünes. Die zweite Ebene ist die Ebene der Selbstoffenbarung. Ich sage mit jeder Aussage auch was über mich selber aus. In dem Fall, ich weiß nicht, was das ist, das Grüne. Ja.
Es gibt auch eine Beziehungsebene, ich sage etwas an den anderen und sage ihm, hier, ich gehe mal davon aus, du weißt, oder über den anderen, ich gehe mal davon aus, du weißt, was das Grüne ist, du hast es ja schließlich in die Suppe getan. Und es gibt einen Appell, das heißt, sag mir, also mit der Aussage, da ist was Grünes in der Suppe, stelle ich eigentlich eine Frage, ne? Nämlich, was ist denn das? Das ist die Ebene beim Sender, aber das kann, diese vier Ebenen können beim Empfänger möglicherweise ganz anders ankommen. Sie können beim Empfänger auf den vier Ebenen, kommen auch auf diesen vier Ebenen an, aber auf jeder Ebene kann es im Prinzip Missverständnisse eben geben. Am wenigsten noch auf der Sachebene, da ist nämlich was Grünes in der Suppe. Aber auf der Ebene der Selbstoffenbarung kann der Empfänger etwas hineininterpretieren in die Aussage, weil die Ebene der Selbstoffenbarung ist ja nicht in der Sachebene, nicht im Text an sich enthalten, sondern das ist eine Interpretation. Und er kann hineininterpretieren, dass das dem anderen nicht schmeckt. Das Gleiche gilt für die Beziehungsebene. Ne? Das ist auch eine Ebene, die mittransportiert wird, aber nicht klar, sondern die muss interpretiert werden. Und diese Interpretation kann eben auch in dem Fall so sein, dass das schmeckt dir nicht. Und das, für die Appellebene gilt eben das Gleiche oder für das Appellohr lernt natürlich mal besser kochen. Also wichtig ist, die Sachebene ist nur eine Ebene der Kommunikation, aber mit dem reinen Text werden immer noch ganz, also noch nach diesem Modell noch drei andere Ebenen mittransportiert, die jeweils aber einer Interpretation bedürfen. Und auch hier gilt wieder, diese Interpretation ist umso einfacher, je unmittelbarer der Kontakt ist. Ja, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, dann kann ich, die Interpretation nähert sich dann eben nicht nur aus dem reinen Text, sondern hat eben noch als weitere Dinge, die in die Interpretation einfließen, eben das, die Mimik, den Tonfall und so weiter mit dazu. Und das fehlt eben ganz häufig bei uns bei vielen Medien, die wir benutzen. Es gibt auch ein zweites Modell der vier Ohren, das geht jetzt schon wieder ein bisschen in die Lösungsrichtung, also wie man vielleicht anders damit umgehen kann, Dinge zu hören. Das ist nach Rosenberg, der hat so eine Methodik entwickelt, die sich Nonviolent Communication bezeichnet. Letzten Endes geht es darum, dass, dass man versucht, eine wertschätzende Kommunikation aufzubauen mit dem Gegenüber. Da, der interpretiert, sagen wir mal, jede Aussage, oder bei diesem Modell wird jede Aussage, kann jede Aussage auch vier Interpretationsebenen haben, wobei es hier eher darum geht, oder hier darum geht, zur Frage, geht die Interpretation nach außen oder nach innen und ist sie eher vorwurfsvoll oder eher wertschätzend. Ja? Ich kann also eine Aussage, die da ist was Grünes in der Suppe, vorwurfsvoll nach außen interpretieren, indem ich sage, immer musst du an meinem Essen haben. Ich kann es auch vorwurfsvoll nach innen interpretieren. Ich kann sagen, oh, ich habe schon wieder schlecht gekocht. Ja? Und genauso kann ich es aber auch wertschätzend interpretieren, indem ich sage, dem anderen sage, du möchtest wissen, was da drin ist. Oder ja, vielleicht auch, wie schmeckt es dir vielleicht nicht. Also das ist jetzt noch kein Vorwurf, sondern es ist ja einfach, ich versuche zu verstehen, was der andere eigentlich mir damit sagen will. Ich kann es auch wertschätzen nach innen. Klar, ich kann sagen, ja, ich habe da jetzt endlich mal was in die Suppe getan, damit die Suppe mal nach was schmeckt und nicht so schmacklose Analyse zu setzen. Also es geht damit darum, es geht dabei darum, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ich persönlich mit der gleichen Aussage umgehe. Und das ist auch so ein Punkt, dass es eben letzten Endes, wie ich etwas aufnehme, liegt weniger an dem anderen, sondern vielmehr an mir.
es ist, man kann da sehr gut bei sich bleiben, ja, und Dinge, ja, hat jeder erlebt, die gleiche, im Prinzip die gleiche Situation, aber je nachdem, ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin, ja, irgendwie beruflich meinetwegen, ein Termin wird abgesagt. Ja, wenn mir der Termin jetzt wichtig war, ja, weil ich dort irgendwas präsentieren wollte oder irgendwas machen wollte, ja, hier in Slot auf dem Campus hat jetzt nicht die richtige Stimmenanzahl bekommen, nehmen wir mal ein Beispiel aus der Praxis, ja, also mein Slot, den ich hier einbringen wollte, ist jetzt durchgefallen. Und der war mir aber wichtig und deswegen ärgere ich mich. Wenn ich aber den Slot eingebracht habe, weil mir jemand gesagt hat, komm, mach das mal, du kannst es doch. Und ich hatte, das ist so viel Aufwand und eigentlich hatte ich keine Lust dazu, dann bin ich froh, dass der Slot ausgefallen ist. Also die gleiche Situation kann unterschiedlich auf mich wirken und es liegt an mir, wie sie auf mich wirkt. Ja. Demgegenüber gibt es halt ganz, oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich eben solche Informationen auffasse und wie ich auf Aussagen von anderen reagiere. Und da gibt es eben eine Reihe von Möglichkeiten, die, sagen wir mal, wo die Chance größer ist, dass ein Konflikt daraus entsteht. Also es muss nicht dann unbedingt ein Konflikt drauf entstehen, aber die Chance ist eigentlich ganz groß. Das sind so Aussagen wie gute Ratschläge. Gute Ratschläge sind oft gut gemeint, führen trotzdem häufig zu Konflikten, weil die guten Ratschläge das Bild von der Person, die den Ratschlag gibt, über die Sachlage transportiert und nicht unbedingt dem nützt, der jetzt Unterstützung oder was auch immer braucht. Also es gibt auch so aus so einem Buch, das sich mit so Themen beschäftigt, das Beispiel mit der Brille, ja. Also ein Mann geht zum Arzt und sagt, ich sehe schlecht, und der Arzt sagt, oh, ich habe hier eine Brille, nehmen Sie die, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ja? Und so sind wirklich häufig die Ratschläge, die wir geben, wenn wir mal richtig drüber nachdenken, dass wir Ratschläge geben, die auf unserer eigenen Erfahrung beruhen, aber vielleicht gar nicht für den anderen passend sind. Das führt dazu, dass der andere entweder sich belehrt fühlt, ja, oder mit dem Ratschlag einfach nichts anfangen kann oder was auch immer, aber es ist eine gewisse Chance da, dass der andere das plötzlich ganz anders reagiert, als ich erwartet habe. Gar nicht dankbar ist, dass ich ihm jetzt den Ratschlag gegeben habe, sondern doch das irgendwie anders. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht einen Ratschlag geben kann, wenn ich darum gefragt werde. Ne? Das ist nochmal eine andere Ebene. Häufig tun wir so, als würden wir auf die Argumentation des anderen eingehen und sagen, ja, verstehe schon, was du sagst, aber. Das Aber ist im Deutschen so eine, irgendwie hat dann manchmal die Funktion oder kommt ganz häufig beim anderen an, wie Wegwischen von Argumenten. Ja? So, ich bin zwar also du hast zwar recht, aber ich bin anderer Meinung, so ungefähr. Ne? Also, wir tun so, als nehmen wir die Meinung des anderen an, aber mit dem Aber wird das quasi wieder weggewischt. Oder immer nie dauernd. Ja? Jemand macht was und sagt, das machst du immer so. Ja, das ist so eine Pauschalierung. Pauschalierungen sind auch empfinde ich auch als schwierig, weil sie eben von einer Situation auf die Gesamtheit schließen. Oder Interpretationen natürlich, also indem man eine Aussage, die jemand macht, indem man da auf der Beziehungsebene etwas hineininterpretiert, wo man sagt, du willst mir eigentlich schaden. Das sind so ein paar Beispiele, wo einfach von der Formulierung her die Chance entsteht, dass daraus ein Konflikt wird, nach meiner Erfahrung. Ja, und wie kann man jetzt kommunizieren, wo die Chance höher ist, dass kein Konflikt rauskommt, sondern dass der andere vielleicht annimmt, was ich sage. Das ist kein Allheilmittel und kein Allheilrezept,
Aber sagen wir mal, dieses Modell, wie gesagt, Nonviolent Communication, also gewaltfreie Kommunikation von Rosenberg, ist ein Modell, wo über die Form der Kommunikation die Chance möglicherweise erhöht wird, dass man konstruktiv miteinander spricht. Und zwar auch durchaus auch Kritik übt. Was wichtig ist, ist dieser Satz, dass wir zwar sagen können, was wir wahrnehmen und was wir erleben, aber die Interpretation sollte immer bei einem selber bleiben. Ja, also nicht über den anderen interpretieren, sondern nur das, was ich über mich selber, nur mich selber interpretiere. Ja, im Prinzip gibt es bei dieser Kommunikationsform vier Schritte. Die vier Schritte sind einmal Beobachtung, und zwar Beobachtung auf einer möglichst, ja, sofern das möglich ist, objektiven Sachebene oder der reinen Wahrnehmungsebene. Also wirklich zu sagen, pass auf, wenn ich diese Aussage höre, lese, wenn ich das sehe, diese Situation sehe, dieses Verhalten sehe, dann. Also wirklich das, was ich wahrnehme, beschreiben, ohne dass da schon eine Interpretation drin liegt, sondern nur genau beschreiben, was ich sehe, höre, schmecke, lese, genau. Der zweite Schritt dann ist zu sagen, was das mit mir macht. Also wenn ich diese Aussage lese, dann werde ich richtig wütend. Was weiß ich, Holocaust-Leugnung, irgendwas. Ne? Dann werde ich richtig wütend. Ja, dann geht bei mir der Kessel hoch. Also was macht es mit mir? Und dann sagen, warum es das mit mir macht. Weil hinter dem Gefühl, das es bei mir auslöst, steckt in dieser Theorie ein Bedürfnis. Weil es geht mir hier um Wahrheit und um Respekt gegenüber den Opfern beispielsweise. Ja? Wahrheit und Respekt sind Bedürfnisse, um die es mir geht. Und weil diese nicht erfüllt sind, bin ich wütend. Und dann eben eine Bitte an den anderen, wobei diese Bitte möglichst konkret sein sollte und möglichst auch erfüllbar, jetzt erfüllbar sein sollte. Und eine Bitte ist etwas, was ich an den anderen herantrage, wo der andere eine Entscheidungsfreiheit hat. Ja? Sonst ist es eine Forderung. Also eine Bitte ist etwas, wo der andere auch Nein sagen kann. Und eine Bitte, die man quasi immer geben kann, ist, sagen kann, wie geht es dir, wenn ich das sage? Oder was macht es mit dir, wenn ich jetzt hier diese Situation äußere? So, jetzt habe ich schon eine Weile geredet. Im Prinzip war das auch so ein kleiner theoretischer Überblick. Und ich würde jetzt einfach gerne mal die Diskussion eröffnen. Ein Satz, der mir noch ganz wichtig ist, habe ich hier nochmal so quasi als Abschluss. Richtig und falsch ist auch immer etwas, was eher in meiner Interpretation liegt und nicht immer objektivierbar ist. Ja, und deswegen kann der andere eine andere Meinung haben, die muss aber nicht unbedingt falsch sein, sondern die ist in meinen Augen falsch, aber deswegen sind sie zu wissen. Okay, ich würde jetzt vielleicht einfach mal an Christian übergeben, wenn ich darf, oder? Ja, ja, ja. Oma. Christian, ganz kurz. Wir haben Raummikros hier vorne stehen, also wenn ihr schön laut in Richtung der Mikros sprecht, könnt ihr eigentlich alles verstanden werden im Stream. Das wäre ganz cool. Ja, ich übernehme das jetzt mal gerade erstmal moderierend sozusagen und würde jetzt erstmal nach Fragen, Diskussionsbedarf oder so um sowas bitten und dann denke ich, dass wir, es gibt vermutlich genug zu klären, dass wir in ein Gespräch kommen. Ja, ich hätte eine Frage und zwar, was du beschrieben hast, ist eine Problemstellung, die ja... Mikrofon. Nee, das ist okay. Ja, ja, das ist wunderbar.
das ja oft im Bereich der Privatheit stattfindet. Und wir haben ja sozusagen Konflikte, die in besonderen Formen der Öffentlichkeit stattfinden, entweder über Mailinglisten oder auf dem Pad oder im Chat. Gibt es da Besonderheiten, die vielleicht das Modell ein bisschen verändern, weil wir haben ja da nicht die Problematik von Hören und Sehen, sondern wir sehen nur noch im Sinne von Tasten. Gibt es da eine Besonderheit? Das wäre Frage 1. Ich hätte zwar noch eine, aber das stelle ich dann nicht. Ja, also auf eine Besonderheit bin ich ja schon eingegangen. Die Kontrolle fehlt. Ne? Die Kontrolle, die ich in einem Face-to-Face-Gespräch habe, ne? In einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht, diese Kontrolle fehlt halt. Ne? Also ich kann jetzt nicht die Reaktion einschätzen, die eine Aussage von mir macht. Einmal, weil ich sie nur schriftlich mache, zweitens, weil es zeitverzögert ist und alles in und dran. Ja, auch die Öffentlichkeit, in der das stattfindet, spielt natürlich eine gewisse Rolle. Ja? Weil eben nicht immer nur die zwei Personen da sind, sondern da sind auch noch eine Reihe Personen drumherum. Und manche Dinge, nehmen dann auch ihren Lauf, weil es eben nicht nur um die zwei Personen geht, die Konflikt haben. Gibt es ja auch gerade ein ganz aktuelles Beispiel, nur nicht die zwei Personen, die Konflikt haben, sondern weil dieser Konflikt in die Öffentlichkeit getragen wird, kommen noch ganz viele Personen dazu, die sich entweder mit dem einen oder mit dem zweiten solidarisieren oder noch eine ganz andere Meinung haben. Ja? Also diese, dass das Ganze dann auch in so einer Öffentlichkeit stattfindet, spielt auch eine Rolle, auch in der eigenen Wahrnehmung. Ja? Also möglicherweise spielt dann auch eine Rolle, was denken die anderen über mich, sozusagen. Ne? Also welches Bild haben jetzt die anderen von mir? Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass die Grundsätze dieser kommunikationstheoretischen Überlegungen dort auch gelten. Das Problem auf Mailinglisten oder so ist vielleicht sogar das eine Ebene, die sonst noch helfen kann. Ja, also wenn ich jetzt was sage, was dich total wütend macht, würdest du mich in einem Zweiergespräch möglicherweise würdest du dem nachgeben, dass du hochgehst, wirst es hier ja nicht mehr. Und die Ebene bricht auch noch weg. Und man sieht auf Mailinglisten bei einem Teil der Teilnehmer sehr genau, dass sie eigentlich privat sprechen. Also dass sie scheinbar privat sprechen und dass das Problem der Außenwahrnehmung genau das ist, dass man Leuten zuschauen kann, wie sie etwas tun, was sie nicht tun würden, wenn sie in dem Bewusstsein handeln würden, dass sie, das ist ja alle, also in dem Bewusstsein, ja, wenn man sie jetzt fragen würde, würden sie sagen, ja klar, die Meldung ist das ja öffentlich. Aber das Bewusstsein in dem Moment, in dem man tippt, rutscht weg, weil man emotional auch beteiligt ist. Ja? Man regt sich über etwas auf, was man liest, und dann tippt man ganz schnell. Und darüber, vor dem Computer ist man relativ alleine häufig, darüber entgleitet einem auch durch die emotionale Beteiligung, die man gerade hat, das Bewusstsein dafür, dass man jetzt ja etwas in die Öffentlichkeit schickt. Und im schlimmsten Fall gibt es da noch Dritte, die sich genau darüber aufregen. Und so weiter. Also das so. Erst du mal. Mir fehlen zwei Dinge. Und zwar gibt es ja den Punkt des aktiven Zuhörens. Das heißt, das, was du dargestellt hattest, war für mich eher, ich sage jetzt mal, was Passives. Also die Dinge kommen und machen irgendwas mit mir. Aber ich habe durchaus die Möglichkeit, aktiv etwas dagegen zu tun, indem ich nämlich einfach mal anfange zu fragen, wie das denn von dem Absender gemeint ist. Also dass man dem schildert, was bei einem angekommen ist, im Grunde genommen zusammenfasst und eben sich die Bestätigung des anderen holt, ob das denn richtig bei einem angekommen ist. Und damit gibt man dem anderen auch die Möglichkeit, auch ganz viele Missverständnisse im Grunde genommen zu korrigieren. Und natürlich sollte man das Ganze erstmal möglichst sachlich und neutral verfassen, ohne dass es jetzt irgendwie in einem emotional was ausgelöst hat. Das andere ist, es gibt so einen schönen Spruch, wenn man keine Argumente hat, wird man persönlich. Ja, das heißt, was der Christian schon sagte, wenn
wenn man sozusagen in seiner Peer Group ist, also seine Leute, also in seinem Milieu, die sehen bestimmte Dinge in einer bestimmten Art und Weise und man ist dadurch auch, man hat eine Wertung in seiner Sicht, dann kann das dazu führen, dass man sich vielleicht nicht unbedingt damit inhaltlich auseinandersetzt, sondern es reicht einfach aus, wenn jetzt jemand aus einer anderen Peer Group, wo die eigene Gruppe gesagt hat, na, was von der Seite kommt, das kann ja nur so und so sein, dann geht es nicht mehr um Inhalte, sondern dann geht es halt wirklich nur noch um, ja, ich sag jetzt mal, Machtkampf, ja, oder kann, also da geht es nicht mehr um einen Austausch von Inhalten oder, ich sag jetzt mal, Wahrheitsfindung oder möglichst kleinste gemeinsame Nenner zu finden. Und ich glaube, dass wir da auch gerade durch Mailinglisten, da sieht man das eben sehr schön, wie häufig das eigentlich gar nicht passiert und wie eben dann genau, was ihr gesagt hattet, diese Diskussionen dann auch ruckzuck entgleiten. Also es geht nur noch ums Persönliche, ja, Austauschen von wer hat Recht. Und ich meine, weil du das als Beispiel brachtest, die Holocaust-Sichtweise, die läuft immer noch, ja, seit mindestens 3 Tagen. Und daran sieht man einfach, manchmal redet man des Redens willen. Ja, es geht dann irgendwie nicht mehr um das Thema, sondern einfach nur, wer hat am besten scheinbare Argumente. Also als einen Punkt von dir habe ich jetzt verstanden, das Thema aktives Zuhören, das heißt das Zusammenfassen dessen, was der das Gegenüber gesagt hat, um sich das Verständnis einzuholen, ob man ihn richtig verstanden hat. Ist das so? Ja? Also das war jetzt ein Beispiel. Ne? Ist auch ein ganz wichtiges Beispiel, deswegen vielen Dank. Das gehört eigentlich hinter diese Landkartenbilder. Ne? Die andere Landkarte, die der andere im Kopf hat, kann ich auf diese Art und Weise ein Stück weit erfassen. Ja? Indem ich versuche, das, was ich gehört habe, nochmal zu wiederholen und mir das Verständnis einhole, ob ich ihn richtig verstanden habe. Das andere, was ich bei dir verstanden habe, ist das Thema, dass man in Diskussionen, wenn die Argumente ausgehen, auf Ebenen geht, die mit dem Argument nichts mehr zu tun haben. Das ist zum Beispiel auch ein Problem bei Diskriminierung. Diskriminierung sind ja Argumente, die ich benutze, weil ich keine anderen mehr habe. Ne? Also dann, wenn ich keine Argumente mehr habe, dann gehe ich auf irgendwelche Eigenschaften, ob das nun Geschlecht oder irgendwelche anderen Eigenschaften sind, die hole ich dann vor, um meinen Standpunkt zu bekräftigen. Ne? Und also nicht um meinen Standpunkt zu bekräftigen, sondern um den Standpunkt des anderen zu diskreditieren. Das ist sicherlich auch ein Problem, dass wir dann eben nicht bei der Argumentation, bei der Sache bleiben, sondern diese Argumentation auf ganz, ganz viele andere Ebenen abrutscht. So, wer war dann? Was jetzt nicht mache ich? Er hatte ich. Du hast gerade angesprochen, die Position des anderen zu wiederholen, um klarzumachen, ob man sich überhaupt gegenseitig verstanden hat. Da, kleine persönliche Anekdote an der Stelle, das habe ich kürzlich tatsächlich mal versucht, in einem Fall, wo ich das Gefühl habe, ich rede mit jemandem aneinander vorbei. Und allein auf diese Forderung ist vielleicht zu viel gesagt, sondern ich wollte einfach mal wissen, haben wir uns jetzt richtig verstanden, versuch du mal meine Position zu wiederholen und ich deine. Allein auf diesen Vorschlag von mir wurde der so sauer, ja? Ich weiß nicht, ich bin kein Mediator und kenne jetzt diese ganzen Techniken nicht, aber ich will damit sagen, erstmal, du brauchst dafür überhaupt den Willen bei beiden Seiten. Das ist das eine. Das war in dem Fall ein persönliches Gespräch. Also da war jetzt nicht der Störfaktor dadurch, dass man jetzt sozusagen taubstumm und blind ist, dadurch, dass man nur auf einer Mailingliste ist. Und auf einer Mailingliste kommt noch zusätzlich der andere Faktor dazu, dass alles, was jemand geschrieben hat, ja immer noch da steht. So, und das ist eine Sache. Damit können auch viele Leute, wie ich das mit meiner mehrmonatigen Erfahrung auf der PPH-Mailingliste sehe, können damit nicht umgehen. Ich traue mir mittlerweile zu, bei Wetten, das mitzumachen, an der Anzahl der Dreher im Tippen festzustellen, wie hart der Anschlag desjenigen war, der jetzt gerade in die Tastatur reingegangen ist. Und es steht dann immer noch da und die Antwort, die von mir manchmal relativ kühl ausfällt, möglicherweise noch mit einem Link auf eine Studie, das also faktenmäßig widerlegt, was der oder in diesem Fall diejenige gesagt hat,
der steht dann immer noch da und die Anzahl der Dreher beim Tippen beim nächsten Mal, die wird noch lauter. Ja. Will sagen, dieses ganze Ding, dieses gewaltfreie Kommunizieren funktioniert wunderbar, wo es nicht um Fakten geht. Aber so mit dieser ganzen passiven Aggression, wenn ich weiß, dass ich es mit Leuten zu tun habe, die ja gewaltfrei kommunizieren, ne, dann kann man gerade, also im persönlichen Gespräch und auf Mailinglisten, sehr schön dafür sorgen, dass man also den Scheibencharakter der Erde diesen faktenbasierten Fachidioten nochmal gut einreibt. Ne. Also das ist die große Gefahr dabei, das sollte man nicht zu stark bei faktenbasierten Dingen machen, denke ich. Also manchmal müssen Konflikte eben auch ausgetragen werden. Und dann Beispiel Holocaust-Leugnung gefällt mir ganz gut an der Stelle. Weil, wie soll ich mit so jemandem, ich mache diese Mails gar nicht mehr auf mittlerweile, wenn da steht Holocaust-Leugnung, weiß ich schon, da kriege ich dann einen inneren Shitstorm. Manche Konflikte will ich gar nicht, mit solchen Leuten will ich jetzt gar nicht sagen, ja, du echt, ich verstehe dich, aber, ne? Wieso will ich das, das will ich nicht immer wollen. Ne? Also das waren jetzt die drei Punkte, die ich an der Stelle sagen wollte. Manchmal will der andere nicht. Mailinglisten eignen sich nicht dazu, mit dem Fuß aufzustampfen, weil das steht dann immer noch da. Und eben drittens, manchmal will ich das gar nicht. Wenn es nämlich wirklich geht um, ja, der Holocaust ist passiert, Ende der Debatte. Die drei Punkte. Ich möchte mal was Grundlegendes zu Faktenbasierung und Sachorientierung sagen, weil das einer der klassischen Mythen der Piratenpartei ist und einer der kardinalen Irrtümer, die dauernd dazu führen, dass die Kommunikation so entgleitet. Die Faktenentscheidung. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade das Wort. Den Umstand, dass man sachorientiert kommunizieren könnte und die Kommunikation auf Sachorientierung reduzieren könnte, ist der klassische Irrtum, warum die ganzen Kommunikationen so völlig daneben gehen. Sachorientierung als Behauptung, man kann doch mal einfach nur sachlich sein, ist ein totaler Firlefanz. Das ist eine Blenderei und die führt dazu, dass das alles nicht klappt, ganz wesentlich. Man kann nicht ohne emotionale Beteiligung kommunizieren. Es geht einfach nicht. Auch nicht als, nein, es geht nicht. Als Mensch bist du immer ein emotional beteiligtes Wesen. Du kannst versuchen, deine Emotionen jetzt rauszuhalten. Das klappt für deine Seite. Aber du kannst überhaupt nicht von der Gegenüber verlangen, zu sagen, jetzt komm doch mal auf die sachliche Ebene. Damit verlangst du etwas Emotionales. Du erwartest, dass das Gegenüber in seinem Kommunikationsbedürfnis deiner Anforderung entspricht. Nach Fakten. Ja, und die Anforderung ist eine, tu doch mal, was ich will. Mit dieser Anforderung baust du einen emotionalen Druck zu dem Gegenüber auf und viele täuschen sich selber darüber, dass diese Anforderung, die ist doch legitim, die ist doch scheinbar neutral, deswegen kann das Gegenüber sie doch erfüllen, es müsste sie doch erfüllen können und das Gegenüber ist schuld, wenn es jetzt nicht sachlich ist. Das ist nicht legitim. Ich bin nicht hier, um über Legitimität zu reden. Ich versuche dir zu erklären, dass die Sachlichkeit nicht geht. Du kannst sie fordern, unabhängig von der Frage, ob Forderungen überhaupt ein sinnvolles Kommunikationsmittel sind. Du kannst sie fordern, aber du kannst daraus nicht die Erwartung ableiten, dass das Gegenüber deine Forderung erfüllt. Ja? Und du kannst auch daraus, dass das Gegenüber andere Bedürfnisse hat, als deine Vorstellung von Sachlichkeit zu erfüllen, kannst du dem Gegenüber auch keine Schuld verleihen für das Missraten der Kommunikation. Das Missraten der Kommunikation hat angefangen in dem Moment, in dem die beiden Kommunikationspartner nicht mehr interagieren. Indem du sagst, mach mal, was ich will, sei mal sachlich, und das Gegenüber etwas in deiner Wahrnehmung Falsches macht, nämlich unsachlich zu sein. Sachlichkeit ist ein Mythos, der einer der Kardinalfehler ist. Und das wird ganz stark noch durch diese E-Mail-Kommunikation befördert, weil die ganzen unmittelbar wahrnehmbaren Emotionsebenen, ja, ich sehe bei jemandem die Augenbraue zucken und merke so, okay, jetzt wird langsam steigt das Rot hoch im Hals und dann irgendwann erreicht das Rot den Kopf, der gleichzeitig sich ausdehnt. Ja, das alles habe ich bei einer E-Mail nicht. Und deswegen täuscht diese Informationsmaschine, Computer darüber, dass wir sachlich kommunizieren könnten. Ja, also diesen Mythos, den wir so gerne pflegen würden, um die emotionale Ebene rauszuhalten, der wird noch verstärkt, dadurch, dass ich alleine vor dieser Maschine sitze. Und damit geht ganz viel schief. Was du machst,
einfach um das nochmal zu visualisieren, du kannst als Sender, ja, kannst du dich von mir aus nur auf diese Ebene beziehen, ja, beim Empfänger werden die anderen drei Ebenen immer mit ankommen, ja, und je nachdem interpretiert er das halt auf einer Beziehungsebene und das kannst du nicht erwarten, dass der Empfänger das ausdrückt. Da bin ich ja auch mittlerweile schon völlig weit weg. Also wie gesagt, nach mehrmonatiger Erfahrung mit der Mailingliste erwarte ich das selbstverständlich überhaupt nicht mehr, dass ich es nicht mit einem Sandkasten zu tun habe, wenn ich das mal so provokant und unsachlich sagen darf. Aber manchmal ist wirklich eben der Eindruck da. Entschuldigung, wir haben jetzt viele Wortmeldungen. Ich muss sagen, ich habe ein wenig geschlampt mit dem Überblick. Du warst auf jeden Fall als Erster dran und dann weiß ich aber noch, Peter hat sich gemeldet, Michael, Sascha meldet sich, Veggie, Tumai. Und ich würde es ganz gerne von links nach rechts so abfrühstücken, weil ich ansonsten den Überblick verliere. Ja, bitte. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass man nicht auf der Sachebene bleiben kann. Das ist traurig, das ist sogar tragisch in vielen Fällen, aber es ist so. Also nach meiner Erfahrung hast du sowohl bei dem, was du machst, immer emotionale Anteile sind drin, selbst in deinem Selbstbild, an den Anfang zu sprengen, drin hast, ich bin doch nur sachlich. Ja? Selbst dann sind Emotionen drin, die du ausstrahlst, die müssen beim anderen gar nicht ankommen. Bei dem kann ganz was anderes noch ankommen. Das wirklich Fatale bei Mailinglisten, bei Twitter-Diskussionen, Shitstorms, das haben wir nicht alles gesehen, ist, dass das Ganze nicht nur eine Augenblickssache ist. Normalerweise ist Kommunikation halt ein liquider Prozess, ne? Durch Körpersprache und sonstige Signale. Und man hat sehr fein differenziert, dass man sich an dem Fluss des Gespräches, dem Flow anpasst. Das fällt alles bei der E-Mail-Kommunikation weg. Und das wirklich Heftige dabei ist, es ist dann auch festgeschrieben. Das heißt, wenn man in einem normalen Gespräch hier sagt, ey du Arsch, ne, dann ist das eine Augenblickssache, die ist 10 Sekunden später vergessen. In der Mailingliste bleibt sie bis zum St. Nimmerleins-Tag drin stehen und wird auch immer wieder vorgeholt. Aber du hast doch damals hier, ich kann dich sogar zitieren, ne, mit einem Link, mit was weiß ich wie, hast du das und das gesagt. Ja, und das macht das Ganze noch viel schwieriger. Das ist eine Besonderheit, du fragtest eben vorhin nach Besonderheiten jetzt gerade in E-Mail-Kommunikation und akratigen Kommunikationsmitteln, die vielfach vergessen wird. So, das war's. Okay, Michael? Jan, ich meine, ich kenne dieses Quadrat der Botschaft und die Führung aus einem anderen Aspekt her. Ist es aber nicht sinnvoll? Klar, ich habe alle Ebenen drin in der Kommunikation. Ist es aber nicht sinnvoll, wenn ich einen reinen Sachverhalt einfach ausspreche und in die Diskussion reinbringe, den Punkt, den Diskussionspunkt in die Mitte zu verlagern, dadurch, um praktisch die Schärfe aus der Beziehungsebene rauszuholen? Entschuldigung, was meinst du jetzt mit in die Mitte verlagern? Wenn ich das als Quadrat mache und an jeder Seite, an jeder Kante Appell, Sachverhalt und so weiter reintue, habe ich ja in dem Mittelpunkt die ideale Position, wo alles im Gleichgewicht ist. Und wenn ich die Beziehungsebene nach oben verlagere, indem ich den Sachverhalt mit reinbringe, nehme ich die Schärfe aus der Diskussion raus. Ich werde nie alle Teile, ich werde die alle Teile drin haben, aber ich bin im Mittelpunkt und deshalb im Gleichgewicht. Es ist sicherlich ein wertvoller Versuch von deiner Seite aus im Blick zu behalten, an welcher Stelle in dem Quadrat du bist und das zu steuern. Damit kannst du aber immer noch nicht steuern, an welcher Stelle in dem Quadrat das bei dem anderen landet. Ja, aber ich kann es zumindest versuchen. Ja, ja, es ist auch durchaus, also das so im Blick zu haben, ist sicherlich erstmal hilfreich. Ja. Sascha. Was ich bei Mailinglistenkommunikation als solches wichtig finde, mir persönlich erstmal einen eigenen Anspruch vorzulegen. Der persönliche Anspruch bei mir ist, wenn ich mit anderen über Mailinglisten kommuniziere, wir diskutieren hier über eine Arbeitsebene, du musst nicht sachlich sein, die ist schon emotional.
aber er ist mir gegenüber ja nicht böse gesonnen, sondern wir sind vielleicht einfach nicht auf einer Linie. Ja? Ein brachiales Beispiel war mein Chef. Er kam rein, brüllte mich an, machte mich zur Sau, ging weg und ich bin daher gegangen und habe gesagt, Marco, hast du ein Problem mit mir oder hast du ein Problem mit meiner Arbeit? Und sagte, mit deiner Arbeit. Und ich habe gesagt, super, lass uns gleich einen Kaffee trinken gehen. Das funktioniert in meinen Augen, wenn, und das ist eben der ausschlaggebende Punkt, das Gegenüber das Gleiche denkt und weiß, dass wir ein Arbeitsverhältnis in diesem Fall nur haben. Dass wir uns menschlich vielleicht verstehen, aber nicht unbedingt auf der gleichen Ebene sein müssen. Und ich glaube, da kann das besser funktionieren. Aber das müssen erstmal alle Piraten, glaube ich, verinnerlichen. Ja, da hast du aber nach der Info gefragt. Deswegen hast du nämlich genau das gemacht, was ich gesagt habe. Die, ja, wobei die Triebfeder von menschlicher Motivation sind die eigenen Bedürfnisse. Ja, also wenn ich irgendwas mache, erfülle ich meine eigenen Bedürfnisse. Und deswegen finde ich es wichtig, von dem Bild wegzukommen, der andere will mir schaden. Er will mir nicht schaden, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, sondern er will sich sein eigenes Bedürfnis erfüllen. Er will sich vielleicht sein Bedürfnis nach Anerkennung erfüllen oder sein Bedürfnis nach, ja, und das gilt auch, ich weiß, das kommt dann manchmal so als, wir hatten ja auch schon, oder ich hatte ja das auch schon in einzelnen Diskussionen, das kommt dann manchmal so als weiches, das ist gar nicht damit gemeint, sondern es geht ja nur darum, dass ich versuche zu verstehen, was motiviert den anderen, sich jetzt so zu verhalten, wie er sich verhält. Ja? Und das Verhalten, das wir an den Tag legen, ist eine Strategie, die dazu dient, Bedürfnisse zu erfüllen. Das Dumme ist nur, dass diese Strategie ganz häufig genau das Gegenteil bewirkt. Ja? Nämlich in dem Moment, in dem wir in einen Konflikt gehen, ja, und diesen Konflikt auf eine persönliche Ebene tragen, also auf was weiß ich, den anderen auf einer persönlichen Ebene angreifen, erfüllen wir uns selber ein Bedürfnis, nämlich nach eigener Anerkennung oder was auch immer, aber genau das wird gerade nicht damit erfüllt. Also da hätte ich nur einen ergänzenden Satz noch zu vielleicht, was mir immer wichtig ist, wenn ich merke, so die Diskussion fängt an, auf eine Ebene zu kommen, wo es halt wirklich persönlich wird, schreibe ich grundsätzlich eine E-Mail rein, hey, sorry, tut mir leid, vielleicht habe ich jetzt auch gerade was falsch verstanden, erklär es mir doch vielleicht einfach nochmal, ja, vielleicht hat es gerade einfach in der Kommunikation nicht gepasst, kann ja auch sein, ne? Dass man versucht, auch den Gegenüber dann wieder den Wind rauszunehmen, auch zu sagen, hey, vielleicht war ich einfach nur gerade zu dumm, ja. Sorry, dass ich dich nicht verstanden habe. Aber meinst du nicht, dass du den Ellbogenmenschen damit noch zusätzlichen Raum gibst für weitere... Das glaube ich nicht, weil er merkt, dass ich mit ihm diskutieren möchte auf einer vernünftigen Ebene. Ist zumindest mein Glauben daran. Ich bin ja Hobbypsychologe. Dann Spaß beiseite. Okay. Und ich glaube schon, dass er sich dann auch ernst genommen fühlt, als wenn ich immer mit der breiten Faust in die Fresse schlage und sage, ja, du hast Unrecht. Das ist das andere Extrem, das meine ich nicht. Mein, es geht mir dann um die Selbstoffenbarung, dann zu sagen, oh, mit mir kann man es machen. Ne? Ja. Ich bin die Fußmatte. Ne? Nein, definitiv nicht. Okay, gut. Also man kann aber einfach was verstehen in meinen Augen, das ist menschlich, nicht schlimm. Ja, du ziehst es wieder auf die Sache. Nee, gibt's ja nicht. Ja. Okay, ich tu mal sofort noch eine Sache mit den Bedürfnissen, was Reinhard gerade gesagt hat, das betrifft natürlich zum Beispiel auch das Bedürfnis nach sachlichem Diskutieren. Ja? Sachliches Diskutieren ist ja nicht gefühlsfrei, nur weil es sachlich ist. Dahinter stecken verschiedene Bedürfnisse. Dahinter kann das Bedürfnis stecken, Recht zu haben, dahinter kann das Bedürfnis stecken, Erkenntnisse zu gewinnen, dahinter kann das Bedürfnis stecken, anderen Informationen mitzugeben, also auch jetzt gar nicht, das ist ja nicht immer belehrend negativ, das kann ja auch positiv gemeint sein, ich möchte, dass du weißt, das und so weiter. Aber in jedem Fall sind das Bedürfnisse. Hättest du kein Bedürfnis nach Diskutieren, dann würdest du sagen, ja, dann mache ich den Computer halt aus. Ja? Und dieses Bedürfnis, ja, aber solange du sachlich diskutierst, befriedigst du damit gefühlsmäßige Bedürfnisse. Und nicht nur die Sache eben. Das ist sehr wichtig. Man übersieht das gerne selber, wenn man sich als der sachliche Part in einem Gespräch wahrnimmt. Man spricht überhaupt nur, weil man gerade gefühlsgetrieben ist. So, jetzt war Tumay eigentlich dran, der hat die ganze Zeit schon kaum noch, aber doch nicht. Veggie, Entschuldigung, genau. Veggie und dann Tumay und dann Volker und dann der Herr, dessen Namen ich nicht weiß, da hinten an, genau, nee, hier vorne noch ist. Stefan, okay, Stefan. Also, Veggie. Ich bin nicht Veggie, ich bin Arne. Entschuldigung, ich bin so ein bisschen. Ich bin Veggie. Was hat denn? Drüben. Ach nee, der ist ja drüben. Der ist in Syrien, ja. Ich hab ganz konkret hier bitte einen Tipp. Die Situation ist die: jemand auf der Mailingliste der AG Geldordnung zum Thema Peak Oil, was nach der Meinung, allgemeiner Meinung gar nicht zum Thema gehört. Er tut das Thema mit aller Aggression verbreiten, bringt sich immer wieder ein,
ist teilweise auch beleidigend unterwegs und sagt, Öl ist Geld und deshalb gehört es auf diese Mailingliste. Wie geht man mit so jemandem um? Ich hatte die Diskussion angefangen mit der Bitte, ob er nicht aktuell besser aufgehoben ist bei den Energieleuten, bei den Umweltleuten. Das war keine gute Idee. Seitdem bin ich das Ziel seiner Aggression. Und jetzt wollte ich nur mal ein paar Tipps sagen. Ja, falls du uns mal weil jetzt schon wieder Tumais Finger gezuckt hat, würde ich sagen, Tumai möchte vielleicht auch gerade dazu was sagen, vor mir dann vielleicht was sagen. Tumai. Also, du kommst auch gleich nochmal dran, wenn du noch was anderes sagen willst. Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von, also soll ich das so sagen, soll nicht diskreditierend sein, aber Trollen. Ja? Da hat jemand sein Thema und der will mit aller Gewalt, wenn ich es nicht verstanden habe, ja, sein Thema platzieren und den interessiert überhaupt nicht die Situation vor Ort, sondern er will einfach sein Thema loswerden. Und in dem Moment, wo du auf den eingehst, hast du eigentlich, wie du selber beschrieben hast, verloren. So jemand, den kann man vielleicht einmal das darstellen, wie das hier ist, nochmal zusammenfassen, erklären, wohlwollend. Aber wenn er darauf überhaupt nicht drauf eingeht, dann bin ich der Meinung, muss man den auch ganz gnadenlos verhungern lassen. Ja? Und nicht mehr auf irgendwas von dem eingehen, was nicht zum Thema gehört. In dem Moment, wo du das immer wieder versuchst, lässt du dich selber im Grunde genommen ablenken und beschäftigst dich nur noch mit ihm. Ja? Und es hilft nichts, weil es geht nicht um das Thema, sondern es geht um was ganz anderes. Aber ihr könnt gerne jetzt... Nee, einfach zur Ergänzung. Das Bedürfnis, also der Versuch, mein Versuch, das Bedürfnis des anderen zu verstehen, das, was dahinter steckt, warum er so ist, wie er ist, ne? Das versuche ich schon, ne? Also, und hast du vielleicht auch versucht und gesagt, ne, was steckt denn jetzt dahinter, dass er da dieses Thema so hervorbringen will, was ist ihm daran so wichtig, was hat er vielleicht für eine eigene Erfahrung damit, das steckt ja ganz oft dahinter, ja, auch ne, bei ganz vielen Themen steckt eine eigene Erfahrung dahinter, warum man diese Themen für so stark vertritt. Ja? Das ist das eine. Das andere sind aber deine eigenen Bedürfnisse. Und dass der Versuch, die Bedürfnisse des anderen zu verstehen, heißt nicht, dass du deine eigenen Bedürfnisse zurückstecken musst, sondern wenn dein Bedürfnis ist, auf der Mailingliste Ruhe zu haben, dann kannst du das ganz klar äußern. Und wenn dieses Bedürfnis nicht berücksichtigt wird, du empfindest, dass diese Kommunikation schädlich ist für das Bedürfnis, was auf der Mailingliste dahinter steht, dann kannst du entsprechende Maßnahmen, also dich an den Administrator der Mailingliste wenden oder was auch immer. Das ist dann natürlich schwierig, weil dann geht es nicht mehr um Konflikt, also dann ist der Konflikt nicht mehr wirklich lösbar, sondern dann ist es eine Machtfrage. Ne? Wer kann hier auf der Mailingliste den abschalten oder nicht oder wie auch immer. Ne? Nur es ist ganz wichtig, dass du natürlich auch bei deinen eigenen Bedürfnissen bleibst. Nicht, ja, das ist auch der Punkt in unserer Diskussion, dass du nicht deine eigenen Bedürfnisse oder deine eigenen Interessen aufgibst, um den anderen zu verstehen. Ja? Nur es hilft dir, den anderen zu verstehen, warum er Dinge macht, um vielleicht dann auch wirklich auf eine Ebene zu kommen, wo man mit ihm reden kann. Wenn das nicht gelingt, dann geht mir mein Bedürfnis vor, das ist ganz natürlich. Darf ich da ganz kurz Ergänzung? Wir hatten dann ihm vorgeschlagen, er kann mal im Grillfest sein Thema vorbringen, ihm praktisch einen versuchten Raum zu bieten. Wir haben ein Meinungsbild in der Mampelsitzung gemacht, ob die Anwesenden der Meinung sind, es gehört dazu, gehört nicht dazu. Absolute Mehrheit gehört nicht dazu. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist tatsächlich, don't feed the troll, die Methode der Wahl, oder gibt es andere, bessere Strategien? Genau meine Frage. Warum gar nicht so genau, das interessiert mich auch. Also, Kommunikation mit Fallen, wie sie jetzt hier versucht wurde aufzuschlüsseln, hat eine Grenze da, wo jemand gar nicht mehr kommunizieren will. Oder kann. Oder kann. Es auf jeden Fall faktisch nicht mehr tut. Und das ist in manchen Fällen auch dort der Fall, wo man denkt, man befindet sich in einer Kommunikation. Also Leute, wie du sie beschreibst, sind meiner Wahrnehmung nach Leute, die sich aus dem Prozess des Kommunizierens oder dessen,
der scheinbaren Kommunikationsebene eigentlich zurückziehen, beziehungsweise gar nicht auf der agieren, sondern die agieren eigentlich nur noch auf einer Aufmerksamkeitsebene. Solche Fälle sind ja relativ einzelne, aber sie wirken relativ stark, sie tauchen regelmäßig auf, auch wenn es einzelne sind, sind sie dadurch sehr sichtbar, dass sie stark wirken. Weil, das merkst du ja selber, es geht dann häufig nicht mehr um Argumente, sondern es geht um den Austausch von, wer kann sich in der Aufmerksamkeitssuche oder in der Machtfrage, wer bestimmt hier, durchsetzen. Auf einer Ebene, wo die Kommunikation über Verständnis, Missverständnis überhaupt nicht mehr das Problem ist, kann man das Problem auch nicht mehr auf der Ebene lösen. Letztlich ist das, was das Besetzen eines kommunikativen Raumes, also zum Beispiel einer Gruppe, die sich miteinander versucht zu verständigen durch jemanden, der eigentlich nur die Aufmerksamkeit der Gruppe will, durchaus finde ich einen Gewaltakt, also gegenüber der Gruppenkommunikation. Das ist nicht zuletzt dann auch häufig mit brachialeren Kommunikationsformen verbunden, weil man ist sowieso schon ein bisschen auf der Ebene. Da muss man letztlich stoppen. Also da gibt es die erste Möglichkeit ist Don't Feed the Troll. Natürlich, das funktioniert, aber natürlich nur in Grenzen, solange nicht zum Beispiel neue in die Gruppe kommen, die sich denken, ach, da muss ich mal drauf reagieren, der schreibt ja total auf. Ja? Auf der PPH ein Standardproblem, weswegen man auf der PPH solche Leute nicht stoppen kann. Weil es sind immer wieder mal neue dort, Gott sei Dank. Aber auf der Bundesactive ist das genau der Effekt, warum selbst die legendärsten Trolle einfach immer noch am Leben gehalten werden. Ja. Weil natürlich, irgendjemand geht da drauf und denkt, ja, ja, klar, das ist die Bundesliste, das ist toll, da muss ich mal mitlesen und dann schreibt er irgendwie. Naja, gut. Also das kennt man ja. Ja. Auf der PPH ist es eigentlich dasselbe. Auf Gruppen, geschlossenen Gruppenlisten ist das häufig relativ überschaubar vielleicht noch, weil da treten nicht so viele Leute ein und man kann noch versuchen, so jemanden auszuhungern. Also man kann sich dann auch unter den anderen explizit darauf einigen, dass man sagt, wir wollen den jetzt mal aushungern. Danach ist das einzige Mittel, was es gibt und was uns aber aus auch nachvollziehbaren, aber ideologischen Gründen nicht zur Verfügung steht, jemanden rauszuschmeißen. Also zu sagen, nein, du willst nicht kommunizieren, du bist gewaltsam gegenüber der Gruppenkommunikation, also enthalten wir dir die Möglichkeit zu kommunizieren vor. Die Gesellschaft macht das an anderen Stellen selbstverständlich. Ja. Jemand, der gewalttätig ist, der wird bestraft und wenn er nachhaltig gewalttätig ist, dann wird er auch irgendwie eingesperrt, auch mit dem Interesse, die Gesellschaft vor ihm zu schützen. Da haben wir halt andere Modelle und ja. Aber es hat einmal stattgefunden und aus gutem Grund. Muss man auch es hat schon mal stattgefunden aus gutem Grund und ich bin da nicht dagegen. Ich glaube, es gibt Einzelfälle und wir haben dann das Beurteilungsproblem, aber es gibt sicherlich Einzelfälle, wo das der einzig praktikable Weg ist. Ich habe jetzt ein Problem. Also ich habe jetzt von der Rednerliste habe ich nochmal den Tumay, dann zweimal. Nee, nicht mehr. Erst doch, aber erstmal war er abgenommen. Achso, nee, wer? Der Peter. Wir reden heute auch. Okay. Dann zweimal hier, da hinten und raus. Folgen, genau. Wolltest du noch was sagen? Also mit Blick auf die Uhr, ich einfach dir bitte frage mich kurz. Ja. Andere sind vorher. Ja, nee, also mein Hans fast erledigt, weil mir ging es darum, wie gesagt, diese gewaltfreie Kommunikation. Was passiert, wie kann man handhaben, wenn jemand jetzt gewalttätig kommuniziert? Weil da kannst du schreiben, was du willst, da wirst du immer auf irgendeine Ebene ziehen, wird immer versuchen, irgendwo Markus und dich anzugreifen. Das ist eine Kommunikation, für die ist das im Prinzip Krieg. Und wie kann man sowas stattfinden? Du musst da direkt drauf zu antworten, oder? Sehe ich das falsch? Ich hätte mir schon die ganze Zeit. Ich will ein paar Sachen grundlegender zu sagen. Also aus verschiedenen Ebenen. Es gibt erstmal momentan so eine lose Gruppe bei uns in Hessen, die nennt sich. Wie nennt sich das? Arbeitsklima. So. Die Arbeitsklimagruppe, die hat jetzt ein paar Telcos schon gemacht, sammelt einen Pad auch. Eben genau zu diesem Thema Möglichkeiten, wie wir die Kommunikation auch auf Mailinglisten, aber nicht nur, sondern auch in solchen Kreisen hier verbessern können. Also wer da Interesse hat, schaut mal auf die PPH, da kriegen wir eine Mail mit Einladung,
Da könnt ihr dran teilnehmen, könnt mitgestalten, wie wir das eventuell verbessern können. Das nur als Hinweis. Aus persönlicher Erfahrung selber, man muss natürlich auch an sich selber arbeiten. Ja? Die sind nicht nur, die Ankündigung ist nicht nur auf der PPH, sondern auch auf den regionalen Listen. Also man muss sich nicht zwingend auf die PPH anmelden. Das Ding ist Arbeitsklima. Aus persönlicher Ebene, ich mache das Ganze ja schon ein paar Jährchen mittlerweile mit. Man muss natürlich auch mal sich selber betrachten. Ja? Wie ist das eigene Bild und das Fremdbild von einem selber? Der vorhin auch schon gesagt. Und es hilft manchmal wirklich, auch wenn man bei jemandem direkt auf die Tasten hauen will, antworten will, nochmal drüber zu lesen, nachzudenken, vielleicht es lieber zu lassen. Einfach mal die Finger still zu halten und einfach durch sich selber das Ganze auszubremsen, die Kommunikation in ruhigeres Fahrwasser wieder zu führen. Also muss jeder selber auch an sich arbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das hilft nicht nur manchmal, das hilft absolut immer. Wir hätten so viel weniger Probleme, wenn Mails nur einmal am Tag verschickt würden. Und dann so kann man es auch nicht. Der dritte und letzte Punkt von mir, ich sehe es nicht so, dass wir aus ideologischen Gründen unsere Partei Leute nicht zumindest mal teilweise auf eine Strafbank setzen können. Ich bin absoluter Freund dafür, dass Leute, die über die Stränge schlagen, immer und immer wieder zwei, drei Tage lang einfach nach draußen geschickt werden und gestoppt werden. Damit sie mal verstehen, dass die Art und Weise, wie sie agieren, der großen Menge nicht passt, dass sie falsch, als falsch angesehen wird und dass vielleicht das einen Nachdenkprozess bei denen bringt. Vielleicht, das ist nur ein Versuch. Nur als Anmerkung, mir wäre es dabei wichtig, dass man dafür Kriterien hat, ne? Dass man dafür relativ klare Kriterien hat. Viel schöner. Okay, ja, machen wir hier. Ja. Also mein Name ist Robert, weil ich bin ein Mann ohne Namen, aber jetzt heiße ich Robert. Und ich möchte zum einen sagen, dieses Don't Feed the Idiot, ja, live, also Ignoranz gegenüber Leuten, die völlig off-topic gehen, ist genau die richtige Strategie. Weil die Aufmerksamkeit geht immer dahin, ja, oder die ganze Energie, alles was passiert, geht dahin, wo du deine Aufmerksamkeit drauf richtest. Wenn du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, jemanden beeinflussen zu wollen, vernünftig zu werden, dann hat der andere schon gewonnen, weil er dir nämlich ein Spiel angeboten hat und das Spiel ist, guck doch mal, ob du was gegen mich machen kannst. Und Leute, die solche Spiele spielen, sind Meister des Spiels. Das heißt, man kann nicht gegen sie gewinnen, das ist unmöglich. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du ignorierst sie einfach völlig und gibst einfach null Energie in die Richtung, wo ein solches Problem auftaucht. Das Zweite, was ich genau richtig finde, ist, es geht nur um persönliche Entwicklung. Es geht ausschließlich um persönliche Bewusstheit. Oder um erstmal einen praktischen Tipp dazu zu geben, wenn man richtig stinkig ist, und wir waren alle schon mal richtig stinkig, und du schreibst eine richtig stinkige Mail, schick sie dir selbst. Das meine ich genauso. Also, gutes Beispiel, ich hatte nämlich... Schick sie dir selbst und lese sie ein paar Stunden oder am nächsten Tag nochmal, und dann wirst du sie auf jeden Fall verändern. Und dann passiert das nicht so. Das ist aber sozusagen eine Form von persönlicher Reife, für die ist jeder selber zuständig. Und deswegen möchte ich auch mal ganz allgemein sagen, als das allererste, was ich jemals bei den Piraten gesagt habe, dass das, was ihr hier vorne macht, finde ich eine Sensation. Also eine Reflexion überhaupt erstmal aufzubauen darüber, eine Bewusstseinsbildung darüber, was ist Kommunikation, was hat das mit dir zu tun, was ist der Unterschied zwischen persönlicher Befindlichkeit und einer tatsächlichen Aussage, was ist der Unterschied zwischen einer Position, da kann man trefflich streiten und muss es auch, und was ist der Unterschied darüber, ob jetzt plötzlich auf der Werteebene Machtkampf losgeht oder Spielen losgeht. Und deswegen mehr davon und finde ich sehr geil. Dankeschön. Gerne. Ja, ich habe auch noch eine andere Anregung. Wir reden die ganze Zeit davon, dass Kommunikation ja auch gewollt sein soll und muss von beiden Seiten oder in der Gruppe von allen. Und tun so, als ob Trolle oder auch die Kommunikation nachhaltig stören, dabei den Willen nicht aufbringen wollen. Denkt bitte auch drüber nach, dass es ein sehr breites Spektrum von Varianten gibt in unserem Verhalten und in unseren eigenen persönlichen Sinnen. Und dieses Spektrum kann auch, ich sage einmal, dann in der Kommunikation letztendlich zu einer Störung führen. Nicht jeder nimmt alles das mit seinem Sinn auf, wie es die Mehrheit von uns allen tut. Manchmal fehlen einfach gewisse Möglichkeiten oder gewisse Eigenschaften, das aufzunehmen, was in der Kommunikation von den anderen als Gesamtspektrum angeboten wird. Also Gesichtsblindheit zum Beispiel.
dem anderen im Gesicht die Emotionen bzw. das, was er fühlt, nicht so ablesen zu können, wie das die Mehrheit von uns kann. Oder andere Eigenschaften mehr. Und ich halte es für extrem interessant, sich darüber mal genauer zu informieren, weil das Ergebnis davon kann sein, dass man den anderen dann in einem Konflikt bzw. in der Kommunikation auch anders wahrnehmen kann und sich selbst auch vielleicht die eine oder andere Stärke zugesteht oder an einem anderen Punkt in der Kommunikation und in der Wahrnehmung sagt, da habe ich tatsächlich eine Schwäche. Ich bin zum Beispiel nicht so dazu in der Lage, beim anderen die Emotionen immer zu erkennen. Oder ich sehe bei einem anderen schärfer als viele andere das, was er zum Beispiel vermutlich als nächstes vorhat, weil ich mich einfach hineinversetzen kann. Also es hängt, kurz gesagt nochmal, nicht immer am Willen, sondern manchmal auch daran, dass Handicaps bzw. die Varianten, die wir alle haben, in unseren Eigenschaften da auch noch mit reinspielen. Und das habe ich leider hier in dem Modell auch ein bisschen vermisst, darauf hinzuweisen, dass es nicht immer am Willen hängt. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal kurz anmerken, was mich jetzt ein bisschen befremdet in der Diskussion, war eben der Ruf nach Zensur. Ich meine, wenn ich, also jemanden wirklich komplett rauszuschmeißen, es gibt wirklich Sachen, wenn man jemanden komplett aus einer Mailingliste rausschmeißen müsste, dann ist der eigentlich schon so weit aus der Partei draußen, dass man ihn aus der Partei rausschmeißen müsste. Also ich will damit sagen, einen Rechtsradikalen zum Beispiel würde ich alleine deswegen aus einer Mailingliste rauswerfen, weil ich dafür bin, dass wir Rechtsradikale aus der Partei rauswerfen. Aber wenn ich mich entschieden habe, jemandem nicht zuzuhören, dann kann ich das doch für mich tun. Und bei dem Fall, den du gerade beschrieben hast, diesen Peak-Oil-Troll, den ihr da habt, gut, ich kenne die Diskussion nicht, aber wenn keiner mehr dem zuhört, kommt es ja aufs selber raus. Ne? Wenn alle sagen, der ist jetzt in einem Plonk-Spam-Filter, dann hört ihn ja auch keiner mehr. Dann meint er immer noch, er redet, aber dann schreibt er sich wirklich die Mail selber, weil er wirklich nur noch mit sich selber diskutiert und gar nicht mehr mitkriegt. Das Neue, wir kennen den noch nicht. Problem ist doch, ja, dass der Eindruck entsteht, sind die bekloppt in der AG Geldordnung beispielsweise. Okay, ja. Und ich glaube, deshalb muss die AG selbst ein Interesse haben, dass auf der Mailingliste zivilisiert diskutiert wird, sachlich diskutiert wird, und das, glaube ich, ist das Anliegen. Sprich für die Neuen, die das noch nicht wissen und die Einzigen sind, die ihm dann überhaupt noch zuhören. Ja. Okay, das sehe ich. Die Seite berücksichtigen, Markus und Stefan. Ja, also zum Beispiel diese Bullet-House-Mail, die ist ja auf irgendwie, ich glaube, 15 Mailinglisten verteilt worden und ist ausschließlich auf der PPH deeskaliert. Andere Mailinglisten machen das in der Regel so, dass jemand, der sozusagen bekannt ist in der Gruppe, sagt, dieses Thema ist absolut sozusagen irrelevant, weil, weiß ich nicht, der Antrag wird sowieso nicht behandelt oder das sozusagen ist kein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und dann wissen auch Neue, dass das ein Troll ist und man muss darauf nicht antworten. Also okay, wenn Leute das einzeln rausfiltern, dann sozusagen sehen nur Neue diese E-Mail, dann gibt es halt diese Klicker, diese Auflieger, dass Leute sagen, jetzt muss ich da aber antworten, ja, weil das kann man ja nicht so stehen lassen, und dann explodiert halt sowas. Das andere ist auch, dass halt diese asynchrone E-Mail-Kommunikation dazu führt, dass wenn ich mich unterhalte, haben wir nachher einen Stand. Aber wenn meine Mail von vor 3 Stunden noch da steht und jemand liest nicht unsere letzten Mail, dann hat er noch den Stand von der Diskussion von einer Stunde und antwortet dann darauf, weil ihm irgendwas nicht klar ist oder sowas. Ja? Und dann hat man halt Sub-Threads in einem Thread und das wird auch unübersichtlich. Also Leute lesen nicht die E-Mails, die noch danach gekommen sind. Und das ist halt auch eine Art von Willen zur Kommunikation. Wenn ich halt den Thread nicht lese vorher, dann sollte ich auch nicht darauf antworten. Richtig. Und natürlich, klar, wir sind offen, ja, also jeder kann mitmachen, aber wenn sich jemand daneben benimmt, habe ich auch kein Problem damit, jemanden von der Meldung zu löschen. Aber nicht aus der du siehst nicht diese Einheit, wie ich eben angesprochen habe, wenn jemand so weit draußen ist aus der Diskussion, dass er also gar nicht mehr. Ich habe auch kein Problem damit, ein Parteimitglied von der Mailingliste rauszuwerfen, wenn Leute beleidigt werden oder andere Dinge gesagt werden. Okay. Mitmachen ist erstmal offen für jeden, und wer dann sozusagen die Kommunikation massiv stört oder Leute beleidigt, ich glaube, in Thüringen gibt es halt auch so ein abgestuftes Modell mit gebannt für einen Monat und danach für 3 Monate und danach für 3 Monate oder so. Okay. Also da gibt es durchaus Regeln, die man da vielleicht mal machen könnte. Stimmt.
Stefan, wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte nur mal sagen, auch zu deinem Nazi-Thema, das ist ja nun wirklich ein sehr kontroverses Thema und das explodiert dann halt einfach auf dieser Mailingliste, ja. Ich habe ein Erlebnis gehabt in Chemnitz auf dem Bundesparteitag, da ging es um ein auch sehr kontroverses Thema, weil das war nämlich die Abschaffung des Paragraphen über Inzest, ja. Mhm. Und das war eine sehr interessante Diskussion, weil da gab es ein Meinungsbild und da gingen alle rote Karten hoch, keiner wollte was damit zu tun haben. Und nach einem intensiven Austausch wurde das Ding dann abgestimmt und es gingen nur noch grüne Karten hoch und keine einzige rote mehr. Und das ist eigentlich nur dann möglich, wenn man sich austauscht. Und deshalb finde ich diese Mailinglisten, die explodieren wahnsinnig schnell. Dann hat man hinterher diesen ganzen Shitstorm, den kein Mensch braucht. Und deshalb bin ich schon auch der Meinung, wir sollten uns auf diesen Mailinglisten grundsätzlich mal ein bisschen defensiver verhalten. Also ich nehme zum Beispiel so gut wie gar nicht dran teil. Ich bin ein Freund von Präsenzmeetings, da kann ich den Leuten in die Augen gucken. Und das ist für uns sehr wichtig. Wir sollten auch nicht zu technologiegläubig sein. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Also wir sind in 100 Jahren elektronischer Kommunikation oder sowas, haben wir unser Grundmuster nicht geändert. Und das Grundmuster besteht in tatsächlicher Kommunikation miteinander und nicht irgendwo asynchronen Krempel, den man da irgendwo hinschreibt. Also muss ich wirklich hier mal überlegen, was er da treibt. Entschuldigung, wir haben jetzt einen noch anscheinend weiteren Redebedarf. Wir haben eigentlich offiziell Ende des Slots, deswegen wäre meine Frage, sollen wir könnten eine Viertelstunde verlängern zum Beispiel, wir könnten jetzt einfach einen Cut machen, weil wir mit dieser Diskussion sicherlich nie zu einem Ende kommen, aber das ist natürlich kein Grund, Redebedürfnisse zurückzustellen. Zum Beispiel. Ah, wir haben bis 13 Uhr, okay, dann habe ich überhaupt nichts gesagt und Tumay ist jetzt wieder dran. Wir gehen bald nach, ja. Dann habt ihr bis Viertel vor eins. Okay, ja gut, dann haben wir noch 10 Minuten. Also, ich verstehe die Piratenpartei eigentlich als einen großen Spiel- und Sandkasten und eigentlich sind wir, so habe ich es jedenfalls bisher immer wahrgenommen, dazu da, oder, weil wir Themen uns vornehmen und jeder guckt auf das Thema und beschreibt, was er sieht. Ja, also diese Geschichte, die du ganz am Anfang gezeigt hattest, mit der erstmal rein beschreibenden Sichtweise. Und jeder, der da eben auf ein Thema guckt, entweder der sagt für sich, kenne ich schon, habe ich schon auch gesehen, oder sagt, habe ich noch nicht gesehen, da habe ich einen neuen Blick drauf. Und so ergibt sich im Grunde genommen ein Gesamtbild, weil jeder von irgendeiner Seite drauf guckt, die vielleicht ein anderer noch nicht hatte. Worum Finger drauf zeigen, du siehst ja nicht so viel wie ich. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass das, und da fand ich das vom André ganz schön, also wir haben eine riesengroße Chance mit den Medien oder den Kommunikationsmedien, mit denen wir arbeiten, ja? Nämlich wir können dezentral, jeder von zu Hause, mit jedem auf der Welt kommunizieren. Mal unabhängig von diesen ganzen anderen Geschichten, die du vorhin sagtest, was man, also das ist eine eindimensionale Kommunikationsstruktur, also weil man eben nur das Wort hat und nicht nur, dass man dadurch im Grunde genommen Echtzeit kommunizieren kann, was halt oftmals ein großes Problem ist, weil das sehen wir halt eben bei Twitter zum Beispiel, was wirklich einer schreibt, was irgendwas passiert mit einem und jemand antwortet sofort drauf. Was wunderschön an eben diese Shitstorms entstehen lässt. Ja. Auf der anderen Seite haben wir die gleiche Möglichkeit, das Ganze zu nutzen, um riesige Leute, Mengen von Leuten zu mobilisieren. Das haben wir bei ACTA gesehen, ja, oder die Anti-ACTA-Demos. Also es ist ein Werkzeug und letzten Endes geht es darum, ich meine, wir reden von Medien, oder Kompetenz, ja, was wir in Schulen zum Beispiel als Thema gerne hätten. Aber eigentlich müssten wir selber bei uns anfangen, mit der Medienkompetenz nämlich auch mal zu lernen und auch vorzuleben, vor allen Dingen eben angefangen von erstmal sich darüber Gedanken zu machen, was will ich überhaupt mitteilen, also was meine ich, ja, weil das, was ich meine, habe ich noch lange nicht in Worte, in die richtigen Worte gefasst, weil Worte haben auch eine Bedeutung. Es ist eben nicht so, dass ich jedes Wort mal eben nutzen kann, um irgendwas auszudrücken, weil es eben eine ganz andere Bedeutung plötzlich hat.
und damit eben genau solche Missverständnisse triggert, wie ihr vorhin auch hattet. Das andere ist, Herzensfragen kann man nicht mit dem Kopf beantworten. Ja, das ist ein Sprichwort, das einfach da zum Ausdruck bringen soll. Wenn jemand was Persönliches am Laufen hat, dann kommt, weil der Kollege vorhin das mit diesen, ich zitiere irgendwelche Studien, ja, dann läuft man mit 1000% aneinander vorbei, ja, weil es zwei völlig unterschiedliche Ebenen sind. Genau. So, und an der Stelle kannst du noch die beste Studie haben, ja? Darum geht es nicht. Ja, wenn jemand sein Kinder nicht, läuft, genau. So, und deswegen, glaube ich, ist die große Kunst ein Stück weit zu erkennen, auf was für eine Ebene läuft das Ganze hier. Weil wenn ich das erkenne, dann kann ich auch mich eben auf der entsprechenden Ebene bewegen. Und unter Umständen eben auch mal emotional auf jemanden eingehen und sagen, hier, ich sehe, du hast gerade ein Problem, oder wie geht es dir denn einfach, also zu fragen? Ja, weil manchmal liegt es auch daran, das hattet ihr ja auch, ja, man hat nicht immer seinen besten Tag. Und dann will man vielleicht gar nicht über ein Thema reden, sondern einfach, worum es einem geht. Ja. Und ich glaube, du hattest noch einen letzten Punkt, ich glaube, du hattest vorhin die Aussage vom André mit der Sanktionierung missverstanden. Okay, anscheinend. Es ging nicht um Zensur, ja, okay. Es ging um Sanktionen. Es geht darum, dass wenn jemand nicht in der Lage ist, sich nicht in einer Art und Weise dem Kommunikations, dem Wertekanon oder der Art und Weise, wie man als Gemeinschaft kommunizieren will, anpassen möchte, dann kommt die Geschichte mit der Strafbank. Ja. Aber das ist eine Zeitstrafe, das habe ich ja jetzt verstanden, weil du hast ja gesagt, dann, es wäre dann nach einer gewissen Zeit wieder ein Monat, drei Monate, ja, wenn jemand gar nicht kann. Das ist zum Beispiel etwas, damit kann ich sehr gut leben. Nur es geht aber erstmal nicht darum, ewig. Ne? Es geht erstmal nur darum, darüber mal nachzudenken, wie man kommuniziert. Das heißt nicht, dass man den deswegen gleich rausschmeißen muss. Ja, okay. Das ist so mit der, mit dem großen Hammer draufhauen. Eben, so hatte ich es aufgefasst. Also, man sollte das schon differenzieren und, ich sage jetzt mal, angemessen auf die Situation reagieren. Ist nicht immer einfach, aber man kann genauso auch mal andere Leute über Mails lesen lassen oder, was der André sagte, einfach mal drüber schlafen vielleicht, ja. Und also selber auch mal sich in die Pflicht nehmen, was tue ich eigentlich zum Deeskalieren? Oder bin ich immer nur am Eskalieren? Ja? Und ich glaube, dass das, wenn das jeder machen würde, darüber nachdenken, deeskaliere ich oder eskaliere ich, dann würde das auch automatisch zu einer ganz anderen Kommunikations Struktur oder zum, so eine Atmosphäre halt führen, dann würden wir mit weniger Reibungsverlusten zu tun haben. Okay, ich habe jetzt noch auf dem Radar den Volker, den Sascha und Michael. Die Frage ist, wie wäre es mit einem Bewertungssystem und so, wie man sagen kann, soll, nicht soll. Oder ich kenne es vom Reisebüro, wo man dann angibt, der ist interessant oder uninteressant, und da kann man sehen, oh, das ist zu TG, interessiert keinen, weg damit. Das ist eine Mailing, das ist kein Forum. Ja, ich weiß, ich brauche kein Forum. Im Forum gibt es das, im Newsforum gibt es das. Im Newsforum gibt es das, also wenn du den PPH gesünd liest, im Newsforum kannst du bewerten. Ja, gibt es das. Leute, ja. Oh, dann mal reingucken. Ich reiz mal wieder mit der Super-Danny. Vielleicht sollten wir versuchen, eine technische Treppe einzuführen, wo derjenige vielleicht mitlesen darf, ja, aber die Schnauze halten muss. In Form von, ich sitze dann nur und darf zugucken, aber mitspielen ist halt gerade nicht. Da muss man natürlich aber auch mal gucken, wie realisiert man das. Und ich finde das halt immer schwer zu sagen, naja, nur weil die Meinung jetzt 10 Leuten nicht passt. Ja, es gibt halt, die passt entweder die Meinung nicht, oder es gibt, der geht mir auf den Keks, weil er sich ungebührend verhält. Ja. Und im Zweifel etablierst du damit halt auch wirklich eine Möglichkeit, Leute kalt zu stellen, ja, nur weil ihre Meinung nicht passt. Nicht mal das Kommunikationsverhalten. Also das finde ich im Zweifel schon sehr grenzwertig, und das ist ein schmaler Grat, also ein sehr, sehr schmaler Grat, den wir hier geben müssen. Das andere, was ich noch hatte, ich hatte irgendwann mit André eine leichte Meinungsdifferenz über einen eventuellen Verein für Kommunalpiraten auf der Mailingliste. Und das artete auch so ganz langsam aus, weil er dann meine hatte, was, habe ich abgesichert. Über den Kommunalpiraten e.V. Das artet so auch schon über andere noch in ein paar Mails aus. Und auch hier haben wir im Prinzip eine kluge Idee gewählt. Wir haben die Diskussion über ein konkretes Projekt in ein Pad verlagert und dort die Fragen gezielt erörtert. Und nicht mehr in Threads und so weiter auseinanderklamüsert, das funktionierte ganz gut. Und am Ende waren wir eigentlich alle glücklich, oder? Waren wir? Danke. Ich hoffe es.
Okay. Ja, ich bin ein absoluter Newbie und ich habe das jetzt nur die, das sind jetzt so die ersten paar Stunden Piraten live, die ich mitbekomme. Und ich fühle so einen gewissen Zwiespalt. Das, was ich jetzt hier sehe, ist auf der einen Seite ja geradezu idealtypisch. Es wird super sachlich geredet. Das, was ich als, also der Bereich Sachverhalt, aus meiner Sicht überwiegt er sehr stark. Man beschreibt vielleicht auch seine Gefühle, all diese Dinge. Und dann das andere, über das, was geredet wird, da denke ich mir, oh je, wann fängt die Hölle an? Komme ich da rein? Ich persönlich, ich bin dafür nicht, gar nicht gewappnet. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich mit einem Shitstorm umgehe. Ich habe mit all diesen Sachen in meinem bisherigen Leben wenig zu tun gehabt. Vielleicht war ich auch nicht in diesen super ultra transparenten Sphären unterwegs. Gibt es denn da Leute, die einen an der Hand nehmen? Ich muss auch sagen, jetzt zum Beispiel die Kamera, die dann auf einen gerichtet wird. Wie transparent ist das schon wieder? Ist da jetzt irgendwo ein Livestream, dass die Worte gehört werden? Das sind alles so Fragen, die sich gerade in meinem Kopf so ein bisschen entstehen, manifestieren. Und vielleicht könnt ihr mir da auch noch eine Antwort geben, weil es interessiert mich wirklich. Ja, die... also manche Fragen muss man sicherlich an anderer Stelle beantworten, aber da war ein Punkt, den ich jetzt auch für unseren Slot hier sehr markant finde. Wir sind jetzt so die letzte Viertelstunde oder noch länger auf die Trollproblematik gekommen. Die ist auch wichtig, aber die ist eine Sonderproblematik. Ja? Die richtigen Trolle sind ja doch nur Einzelne. Wir erleben auf der PPH, dass viele Kommunikationen entgleiten zwischen Leuten, die nicht Trolle sind, sondern die anderer Meinung sind, einen schlechten Tag haben, unglücklich kommunizieren, aber die man trotzdem, wo man jetzt nie sagen würde, man muss die sanktionieren. Ja, und trotzdem entgleitet sowas. Und das ist natürlich etwas, da wäre es möglicherweise auch sehr wertvoll, von seitens des Landesverbandes, von seitens der Kreisverbände nochmal genauer darüber nachzudenken, wie man neue Leute da etwas freundlicher ranbekommt. Der Hinweis, die PPH aus der Begrüßungsmailingliste raus, aus der Begrüßungsmail rauszunehmen, ist schon sehr wichtig zum Beispiel. Es gibt Die Hölle. Genau, die PPH ist die Hölle und wenn du den Weg in die Hölle suchst, dann ist das relativ simpel. Du kannst dich anmelden bei der Hölle und dann bist du drin. Wir haben zum Beispiel Leute in unserem Kreisverband in Gießen, die, als sie neu dazukamen, zunächst mal tatsächlich so weit an die Hand genommen wurden, dass es hieß, guck mal, geh mal hier auf die und die Mailinglisten, Gießen, Mittelhessen, Nachbargemeinden, Marburg noch, so. Und dann, die viel harmloser sind natürlich, ja, und dann lernt man so ein bisschen, also ohne jetzt gleich damit konfrontiert zu sein, was manchmal entgleitet. Der Punkt auf der PPH ist halt bei ganz vielen tatsächlich ein sozusagen harmloses Entgleiten und da möchte ich jetzt nochmal, also weil das jetzt wahrscheinlich auch meine letzte Wortmeldung ist für heute, nochmal sagen, überlegt euch, was könnte mein Gegenüber gerade wollen. Wenn es mir schräg kommt, wie mein Gegenüber auf mich reagiert, dann guckt nicht darauf, wie es euch schräg kommt, sondern versucht irgendwie euch in das Gegenüber reinzuversetzen. Das hilft häufig schon fundamental, das überhaupt nur sich einmal klar zu machen. Man muss dann gar nicht explizit auf das Gegenüber eingehen. Es gibt genug, die das vermutlich auch nervt. Also explizit, ja, so fragen, was möchtest du denn jetzt eigentlich genau oder sowas. Man muss auch nicht, überhaupt sich darüber im Klaren sein und dann nochmal eine halbe Stunde mit der Antwortmail warten, hilft ungemein. So, ich habe jetzt noch eine, und keine Appelle, also das ist ja vorhin auch, ja, es gibt auf der Mailingliste, auf der PPH regelmäßig dann das Bedürfnis doch zu appellieren, dass man doch zur Vernunft kommen möge, auch von Dritten, die sich darüber aufregen, dass andere Leute Kommunikation da gerade entartet oder so. Diese Appelle sind völlig kontraproduktiv. So, Sepp hat noch sich gemeldet. Das fand ich gerade ganz super. Also ich wäre auch mein Tipp, neben so viele Live-Treffen wie möglich also geht da hin und lernt die Leute kennen. Das ist bei dem Grillen ist mir das aber aufgefallen, was du gerade gesagt hast.
mit zwei Leuten hatte ich mich auch im Kopf und dann hatte man sich am Lagerfeuer dann auf einmal was zu sagen. Ja. Und es war vorher und ging nachher. Es geht auch jetzt noch. Ja. Das ist, glaube ich, echt gut. Also ich kann es auch noch mal so ein bisschen weiter ausbürden, gerade auf Kreisverbandsebene, wo man ja, sage ich mal, der Real ein bisschen näher zusammenrutscht, macht es oft auch wirklich Sinn, wenn Diskussionen auf Mailingliste stattfinden, die auf der Mailingliste zu beenden und zu sagen, hier beim nächsten Stammtisch oder wo auch immer, reden wir einfach gemeinsam drüber. Dann lassen sich viele Dinge meiner Erfahrung nach klären, nimmt aber auch nicht unbedingt immer den ganzen Konflikt raus. Und es gibt auch Personen, das muss ich ja leider auch sagen, die sind im persönlichen und reellen Leben nicht anders als auf der Mailingliste. Also das ist auch durchaus auch vor. Das mit dem Real-Life-Treffen ist wunderbar, ist auch mal anzustreben, aber das klappt halt nicht bei allen, gerade wenn man auf überregionalen Listen diskutiert. Was mich am Anfang immer ein bisschen befremdet hat und heute immer noch tut, wenn ich plötzlich auf der Liste einen Namen sehe, dann gehe ich ins Wiki und suche das Profil. Und dann steht Heiko 77 und Heiko 77 hat noch nicht mal ein Bild und drei Worte zu sich. Das ist für mich intransparent. Das finde ich einfach doof und dann ignoriere ich diese Person auch auf der Liste. Also wenn ich mit jemandem diskutieren möchte und ich ihn persönlich nicht kenne, versuche ich Informationen über den Menschen zu bekommen, um einschätzen zu können, welchen Wahrheitsgehalt oder wie muss ich das, was er auf der Liste schreibt, aufnehmen. Will ich ja beurteilen können. Deshalb auch der Appell, also wenn ich mich online betätige, muss ich auch online von mir im Profil Informationen darbieten. Meine Meinung. Das ist ganz. Ich hatte letzte Woche als Hessen gestrickt, also habe ich eine Mail bekommen von einem Nickname, sage ich mal. Ja, in unserem KV etc. Ich konnte nicht ermitteln, wer das ist. Also diese Realnamen, die Pflicht ist, wäre blöd. Klar, kann man nicht machen. Aber es ist jedem anzuraten, dass er zum auf Mailinglisten oder sonst was mit irgendwo unterschreibt mit seinem Namen, wie heißt du, wer bist du? Ja. Mit Nicknames kann ich jeder was anfangen. Der Nickname ist ja auch hier, solange er irgendwo auch was dahinter steckt, dann weiß. Aber manchmal verstehen sie so viele Nicknames. Nochmal vielleicht dann auch zum Ende zu kommen. Ja. Okay, ich hätte jetzt noch, hätte noch den Bedarf, noch zwei Punkte zu sagen. Das eine ist, wir sehen die Konflikte, wir reden über die Konflikte machen einen ganz großen Teil unserer Diskussion aus und auf den Konflikten liegt, oder auf den Themen, die wir hier diskutiert haben, liegt ein ganz großer Teil unserer Aufmerksamkeit. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass ganz viel passiert in unserer Partei, auch inhaltlicher Arbeit, wo eben keine Konflikte stattfinden, wo Arbeit vorangetragen wird und wo wir wirklich vorwärts kommen. Und das ist so ein bisschen ein Problem, das ich an dieser Partei sehe, nämlich dass die Aufmerksamkeit auf den negativen Dingen ist, die, wenn man das mal genau betrachtet, auch nicht häufiger vorkommen, vielleicht ein bisschen transparenter, aber nicht häufiger als in anderen größeren Gruppen auch. Sie werden ein bisschen anders ausgetragen und es gibt sicherlich auch piratische Eigenheiten bei diesen Konflikten, das haben wir ja heute versucht ein bisschen rauszuarbeiten. Gleichzeitig gibt es eben ganz viele Themen, wo wir wirklich produktiv sind, wo wir wirklich gute Arbeit machen, wo wir wirklich Themen besetzen, Themen voranbringen, Themen definieren und ich finde, dass diesen Dingen auch etwas Aufmerksamkeit gehört und wenn wir diesen Dingen etwas mehr Aufmerksamkeit widmen und den Konflikten etwas wenig, also den Trollen, sage ich mal, etwas weniger Aufmerksamkeit widmen, dann wird vielleicht auch so ein bisschen unser Selbstbild, aber auch das Bild in der Öffentlichkeit ein bisschen positiver. Das ist das eine und das andere ist, die Zeit ist begrenzt, die wir hier haben. Gleichzeitig mache ich jetzt für mich persönlich das Angebot, ich stehe gerne zur Verfügung, auch mal in den KV zu kommen und dort über Konflikte zu reden, mal so einen Workshop zu machen, mal mit einer kleineren Anzahl von Menschen kann man dann auch mal ein paar Übungen machen, das macht sehr viel Spaß und es schult einfach ein bisschen die Kommunikationstechnik, das biete ich einfach an und möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir ja auch noch mit zwei anderen Frauen als Vertrauensberaten aktiv sind, das wird jetzt so langsam auch
eingerichtet, indem wir da eine Seite aufbauen, wo man dann sieht, wie man uns ansprechen kann. Also auch das ist zu nutzen, wenn das Interesse besteht, dass wirklich ein Konflikt auch angegangen und bearbeitet wird. Ja, ich würde mich jetzt nur diesem Angebot für Workshops auch mal anschließen. Das, ja. Hattet ihr euch als Vertrauenspiraten auch vorgestellt? Jetzt. Also wir sind zwei von den vier Vertrauenspiraten im Landesverband. Einfach noch mal zur Erklärung. Einfach nochmal zur Erklärung, die Vertrauenspiraten sind ja auch eine Möglichkeit, um im Falle von innerparteilichen Konflikten oder wenn sich irgendwas anbahnt oder man sich in irgendeiner Form diskriminiert, gemobbt oder wie auch immer fühlt, könnt ihr, steht auch auf der Landeswebseite VP und dann @piratpartei-hessen.de, dann geht das an den Mailingverteiler der vier Vertrauenspiraten. Es gibt zwei Frauen. Die Kiane Al-Kasim, also ich glaube, ich habe den Namen jetzt falsch ausgedrückt. Kia. Ja, ist die Kurzform, das hätte ich auch noch hinbekommen. Jetzt mal die Langform. Ja, egal. Auf jeden Fall, das andere ist die Christiane. Hilfeld Buschel. Danke. Bitte. Und dann eben ihr zwei, sodass wir auch hoffentlich eine breite Möglichkeit haben, auch Ansprechpartner da anzubieten. Wir sind also abgesehen davon, dass wir persönlich ansprechbar sind, also wenn jetzt jemand etwas hat, was ihn selber bedrückt und im Parteileben und sagt, ich muss da jetzt mal mit jemandem drüber reden, ohne schon so, sind wir eben auch Mediatoren, also ich bin auch Mediator und das heißt, im Prinzip bestünde da auch das Potenzial, wenn mehrere Leute feststellen, dass sie zwischeneinander vielleicht irgendwas verbessern müssten im Umgang miteinander, dann auch in die Art, damit zu uns zu kommen. So, ich hatte ja einen Schlussfolgerung. Ja, schönen Dank.